Servus Leute, und zwar heute zu einem Unboxing-Video. Und das ist ja eigentlich nicht so mein typischer Videostil, aber trotzdem habe ich gedacht, mache ich mal heute dazu eins, denn es gibt ein paar wichtige Informationen, die ich euch sagen möchte. Das ganze Paket kommt von Google und es ist gar nicht so einfach, da zu bestellen. So, denn das Ganze war schon beim Zoll und es ist alles so abgelaufen. Wenn man auf die Google-Store-Seite geht, auf die offizielle, kommt erstmal so ein Titelbildschirm, wo man auswählen muss, in welcher Region man wohnt. Egal, ob jetzt Europa, Australien oder den Vereinigten Staaten. Und wenn man dann in Europa auf diesen Store geht, sind da eigentlich relativ wenige Sachen zum Auswählen. Also was heißt wenig, aber wenn man im Vergleich dazu auf den US-Store geht, sind da viel mehr Seiten. Praktisch auf YouTube-Artikel. Im Europa-Store gibt es eine Seite, so, wo man runterscrollen kann, und im US-Store ganze 5 Seiten von Artikeln, die man bestellen kann. Also habe ich auf den amerikanischen Store geklickt und habe dann dort eine E-Mail hingeschrieben, ob es denn möglich wäre, von Amerika nach Deutschland zu schicken. Darauf kam dann allerdings eine Antwort, dass das nicht möglich wäre. Was ich nicht verstehe bei einem Milliardenkonzern wie Google. Und zwar habe ich das Ganze dann jetzt so geregelt, dass ich einen Freund in Amerika hatte, und zwar den lieben Tobias, der Biene G. Hier seht ihr seine beiden Kanäle, super tolle Videos, solltet ihr unbedingt mal auschecken. Und er macht momentan in den USA ein Auslandsjahr, und wer sich für Auslandsjahre interessiert, auf seinem Zweitkanal dokumentiert er das mit seinen Daily Vlogs. Also dort gibt es eine Menge Videos, was so in den USA abgeht, könnt ihr unbedingt mal reinschauen. Und ja, auf jeden Fall ist es dann so abgelaufen, dass ich mein Geld genommen habe, hab's ihm in die USA geschickt. Er hat sich das Paket von Google dann in den USA gekauft, das Paket wurde zu ihm geliefert, dann hat er das Paket genommen, meine Adresse drauf und nach Deutschland schiffen lassen. Und jetzt ist es da und das Ganze hat nur unglaubliche 6,5 Wochen gedauert. Und das nicht genug. Ich habe nämlich einen Brief vom Zoll bekommen, dass ich es dann noch dort abholen muss. Und der Zoll hat mein Paket geöffnet, weil die Ware nicht erkannt worden ist und es könnte ja gefährliche Ware drin sein. Deswegen wurden auch meine ganzen Sachen aufgerissen mit einer Brutalität. Und ja, trotzdem machen wir jetzt mal das Unboxing dazu. Anzumerken wäre auch noch, weil ich habe mich im Internet informiert, was denn so die Zollgebühren sind. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich 430 Euro freikaufen durfte. Deswegen war das ein Betrag, der ein bisschen knapp 150 Dollar waren. Und auf jeden Fall bin ich dann zum Zoll gekommen und ich musste noch nachzahlen, weil nur wenn man sich etwas schicken lässt, was unter 20 Dollar ist, kostet das nichts. Nur wenn man in die USA reist und fliegt mit dem Flugzeug selber zurück, kann man 430 Dollar Freibetrag mitnehmen. Ja, danke lieber Zoll. Thumbs up. Und da jetzt hier noch drauf steht, durch die Deutsche Post für die Zollabfertigung geöffnet, auf dem Band. Klar ist es schon offen gewesen, aber mehr war da eigentlich auch noch nicht. Hier ist der Zollbescheid, super toll. Dann hier die Dokumente, die ich vorzeigen musste, dass ich auch Christian bin, dass ich das empfangen habe, was ich empfangen habe, wann ich es bestellt habe. Das hat ein bisschen gedauert, bis es abgewickelt war. Und jetzt zu den eigentlichen Karten. Jetzt habe ich hier eine Karte in der Hand, deswegen sage ich Karten. Das ist vom lieben Tobias, denke ich mal. Salt Lake City, eine Postkarte, denn dort macht er momentan sein Auslandsjahr. Danke Tobi, falls du das gerade siehst. Und jetzt geht es los. Erstmal ein YouTube-Schlüsselanhänger. Wow! Ja, musste ich mir holen, hat glaube ich 3 Dollar gekostet. Ich verlinke euch die ganzen Sachen dann nochmal unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerade draufklicken, falls sich jemand das auch antun will mit 6 Wochen warten und Zoll und so, ist ganz cool. Empfehle ich für jeden weiter. Ja, ein Schlüsselanhänger zuerst einmal. Was haben wir noch? Wir haben ein YouTube-Buch, das glaube ich eingepackt war, aber jetzt durch den Zoll glaube ich nicht mehr eingepackt war. Ja, ganz normales YouTube-Notizbuch mit einem YouTube-Stift. Als nächstes, wow, das ist noch eingepackt, das ist eigentlich, ja, das ist der Wahnsinn, es ist noch eingepackt. Ein rotes YouTuber-Shirt. Oh, kennt ihr das, wenn man früher Yu-Gi-Oh!-Karten aufgemacht hat? Die haben immer so toll gerochen und so riecht das momentan auch. Also, wenn man frische Sachen auspackt. Mit einem Google-Schild dran. Und ja, ein YouTuber-Shirt. Dann als nächstes haben wir ein YouTube-Mauspad. Das hat, glaube ich, 2 bis 4 Dollar gekostet. Mein altes geht so halbwegs kaputt, deswegen war das ganz praktisch, dass ich da gerade bestellt habe. Vor 6,5 Wochen. Dann haben wir noch ein weiteres YouTube-Shirt. Das ist auch noch eingepackt. Boah, Zoll, ich nehme alles zurück, was ich über dich gesagt habe. Auch wieder hier mit diesem netten grünen Google-Etikett. Und das ist jetzt so ein YouTube-Shirt. Hier mit so einem Flex-Aufdruck, denke ich mal, ist das. Fühlt sich eigentlich relativ cool an. Größe. Und ja, was haben wir noch? Wir haben einen YouTube-Pulli, der hier schon angerissen ist. Das ist eigentlich, kann man das Arbeitskleidung nennen? Das ist ja schon fast Arbeitskleidung für mich.
Ja, auch ein Pulli in S. Sieht so aus. Wer hätte es gedacht? Oh, mit einem gelben Google-Schild. Was hat gelb und grün auf sich? Ich weiß es nicht. Und ja, dann haben wir noch drin olivfarbenes Papier. Das habe ich mir bestellt, weil ich es eigentlich ganz schick fand, so um Sachen zu verzieren. Finde ich ganz schick, so kann man eigentlich rausgehen in den Winter, ist man top geschützt vor Kälte im Nacken. Spaß. Und wir haben hier noch ein aufgerissenes, das ist schon aufgerissen, eine YouTube-Jacke. So ein kleines Westchen mit Kapuze. Sieht so fertig aus. Mit Reißverschluss. Funktioniert. Und ja. Das war alles. Das war es auch praktisch mit dem Unboxing. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Infos geben. Es ist gar nicht so einfach, wie ich das am Anfang gedacht hatte. Ansonsten könnt ihr euch auch beim Zoll informieren auf der Webseite oder allgemein in Foren. Da wird euch geholfen, wenn da ganz viele Kommentare stehen von Leuten, die schon eingekauft haben. Auf jeden Fall war das jetzt mein Eindruck von meiner Bestellung aus den USA. Ganz herzlichen Dank nochmal an Tobi, The Bean & G. Sein Kanal, wie gesagt, auch noch in der Videobeschreibung. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Jetzt muss ich irgendwas auf die Kamera werfen. Ciao!